Hallihallo. Ja, wieder was Neues packen. Ich habe es ja schon im Sega Saturn Unboxing angekündigt, dass hier wieder was zum Auspacken ist. Viele neue Konsolen bei mir. Ich muss sagen, ich habe zwar erst vor ein paar Monaten ein neues Konsolenregal bekommen, mir gekauft, besser gesagt. Das ist jetzt schon wieder voll. Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, wo ich den Oschi hier hin tun werde. Ja. Für Spiele habe ich auch keinen Platz mehr, also eigentlich bräuchte ich schon wieder ein neues Regal. Aber so ist das halt. Gucken wir mal hier rein. Also ihr wisst ja schon, was hier drin ist. Jetzt kommen wir mal zu einem richtigen Klassiker. Ja, wie machen wir das ein bisschen auf? Ah, hier. Zu einem richtigen Klassiker. Released im Jahre 1977. Nicht die erste Videospielkonsole, wie viele denken, aber mit einer der ganz frühen. Man sagt, zweite Generation der Videospielkonsolen. Erste Generation, das waren diese sogenannten Pong-Systeme, so werden die oft genannt. Auch wenn der Begriff Pong-System für Videospielkonsolen der ersten Generation nicht so ganz zutrifft, weil Pong war zwar ein weit vertretenes Spiel gewesen oder unterschiedliche Versionen davon, aber man hat da halt oft auch irgendwie so ein Rennspiel mit dabei gehabt oder irgendwo was, wo man mit so einer Lightgun halt auf Punkte schießen musste oder ähnliche Sachen, was die Videospiele der ersten Generation eher auszeichnet, in Anführungsstrichen, sage ich mal, dass man da keine Cartridges oder so Spiele kaufen konnte. Sorry, falls ihr jetzt was gehört habt, ich war jetzt gerade noch beim Rendern von dem anderen Video gewesen und es ging gerade los. Ja, genau, die Videospiele der ersten Generation, die hatten keine Cartridges gehabt, sondern alle Spiele waren fest auf dem Gerät installiert. Der Atari 2600 ist eine Videospielkonsole der zweiten Generation. Es sind dann die Konsolen, das sind dann die Konsolen, für die es Cartridges gab und man sich separate Spiele kaufen konnte, was halt den Vorteil hatte, dass man nie genau wusste, wie viele Spiele kommen letztlich für das System raus. Man kann halt quasi sagen, das System hatte Potenzial dazu, unendlich viele Spiele zu bekommen. Also jetzt nur so gesagt. Ja, und tatsächlich erschienen für das Atari 2600 auch unzählige Spiele. Unzählige Spiele. Also, ich glaube, wenn man sich irgendwie eine komplette 2600-Sammlung an Spielen zulegen möchte, ich weiß nicht, wie viele Regale man da braucht, aber ich glaube, da sollte man sich ein eigenes Zimmer dafür einrichten, wahrscheinlich. Meine Fresse, ist das schwer verpackt hier, ey. Oh. Luftpolsterfolie und dann einfach nochmal Unmengen an Klebeband drum geklebt. Ja, das ist übrigens nicht die ganz originale Version vom Atari 2700, 600, sondern die sogenannte Darth Vader Edition. Die hat nicht dieses typische Holzmuster, was ich eigentlich ganz schick finde, sondern ist schwarz. Ich hätte zwar lieber eine mit Holzmuster, aber gut, der war halt günstig gewesen, günstig zu bekommen. Da dachte ich mir, ach, wenn wir vielleicht werde ich das System aber auch wieder verkaufen, mal gucken. Weil wie gesagt, Platz habe ich nicht und wenn ich Atari spielen möchte, habe ich mein 7800. Ja, so sieht das System aus, wie gesagt. Der originale 2600 hat ja vorne noch eine Holzverkleidung und ich glaube hier auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Version hier wird genannt Darth Vader Edition, weil die halt komplett in schwarz ist. Warum die rauskam, ob das jetzt irgendeinen Anlass hatte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Noch anzumerken ist, es gibt Atari 2600 Systeme, die haben hier
sechs Schalter. Was die beiden zusätzlichen wären, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber die mit vier Schaltern sind auch relativ weit vertreten, von daher. Und da haben wir hier Power on und off. Hier haben wir einen Schalter, mit dem man zwischen Farbfernseher und Schwarz-Weiß-Fernseher auswählt. Game Select, wenn auf einer Cartridge mehrere Spiele drauf waren. Und Reset. Die Switches, die erfüllen bei manchen Spielen noch andere Zwecke, als was nur hier steht, denn der Atari 2600 Controller hatte nur einen Button gehabt und war dadurch relativ in den Möglichkeiten beschränkt gewesen. Ich hoffe mal, hier ist einer dabei, da kann ich dir dann noch mit zeigen. Ja, und da, deswegen hat manche Spieleentwickler dann diese Switches halt auch noch mit verschiedenen Funktionen belegt. Ja. Hier, Cartridge-Slot leider wie bei Atari-Konsolen üblich. Keine Klappe. Warum das Atari immer so gemacht hat, weiß ich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es beim 5200 war, der Nachfolgekonsole, aber beim 2600, bei diesem hier, beim 7800, den ich schon gezeigt hatte, war das genauso gewesen. Und beim Atari Jaguar, den ich früher mal hatte, war das auch so gewesen. Ich weiß nicht, warum die ihre Cartridge-Slots immer offen lassen. Ist eigentlich nicht gut, weil da ein Staub reinkommt. Ich denke mal, ich werde hier bei dem System dann auch irgendein Spiel immer hier reinstecken, damit es halt sauber bleibt. Ansonsten oben haben wir einen Controller, den Difficulty Switch. Könnte eventuell sein, dass bei der Version mit den sechs Schaltern da die Difficulty Switches mit hier oben sind. Das könnte eventuell sein. Ja, Expert, Novice. Novice, ich weiß nicht, wie Novize ausgesprochen wird auf Englisch. Dann kommt oben Power rein. Ja, überraschend kleiner Anschluss. Nochmal Difficult, wahrscheinlich für den rechten Controller. Da kommt der rechte Controller. Und was haben wir hier? Ach, Channel 2 oder 3. Das war damals üblich gewesen, die Konsolen direkt in den Antenneneingang vom Fernseher anzuschließen, da wo auch das TV-Signal reingeht. Und dann könnte man normalerweise auf Kanal 2 oder 3 den Atari empfangen. Ja, und da hat man immer so eine Möglichkeit gebracht, wenn das mit irgendeinem Sender aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Und was kommt hier unten eigentlich raus? Ach, das ist. Ja, das ist das Antennenkabel. Ziemlich uncool, muss ich sagen. Dass das Antennenkabel fest voll verdrahtet ist. Dass man das nicht austauschen kann, ein bisschen schade. Aber naja, gut, so ist es halt. Schaffen wir, das funktioniert auch. Sollte eigentlich funktionieren. So, dann gucken wir mal, was hier noch so Feines drin ist. Was haben wir hier? Ich kann euch wirklich jetzt nicht sagen, was hier sonst noch alles dabei ist. Oh Mann. Also ja, ich will mich jetzt hier nicht beschweren. Ist ja am Ende gut, dass er sorgfältig verpackt wird. Bisschen übertrieben, das ist aber schön. Kleines bisschen übertrieben, das ist schön. Ja. Poweradapter. So ein schmaler Stecker nur. Macht aber einen guten Eindruck. Obwohl es scheinbar original ist. Made in Taiwan. Macht aber einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Generell auch die Konsole hat keine Macken und man muss bedenken, die Konsole, ich kann nicht genau sagen, wann die da Vader Edition rauskam, aber ich weiß, der Atari 2600 Junior, quasi die Neuauflage davon, kam Mitte der 80er raus. Ich denke mal, dass die ja Anfang der 80er rauskam. Die Darth Vader Edition. Und ja, man muss halt bedenken, 40 Jahre ist die Konsole alt und die top aus. Die top aus. Also wenn ich mit 40 Jahren so aussehen werde. Ja. So, ja, hier haben wir es. Den klassischen Atari 2600 Controller. Wie gesagt, ein Button und ein Joystick. Der ziemlich
unflexibel und schwergängig ist. Das ist aber bei den Joysticks normal. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viele Richtungen der beweglich ist. Das lässt sich hier ein bisschen schwer rauskriegen. 1, 2, 3, 4. Ich vermute 8 Richtungen. Oben, unten, links, rechts und dann noch die jeweiligen Diagonalen. Klassischer Controller. Auch wenn es nicht unbedingt der allerbeste ist. Hat übrigens, das wissen eigentlich fast alle, diesen neuen Pin-Anschluss. Weswegen man theoretisch ja auch ein Master System Controller oder einen Mega Drive Controller oder einen ColecoVision Controller anschließen könnte. Oder andersrum diesen Atari Controller an den jeweils anderen Konsolen benutzen könnte. Hier ist scheinbar noch ein anderer Joystick mit dazu. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da brauche ich noch mal kurz meinen besten Freund, das Messer. Und zwar hat man hier noch diesen Joystick mit dazu gegeben. On, off. What the fuck? Ach, Autofire. Das sieht mir ein bisschen schlecht. Autofire on, off. Na gut. Ich gehe mal stark davon aus, dass die beiden Tasten dasselbe machen werden. Geht ja beim Atari am Ende auch nicht anders, weil das Ding lässt sich ja nicht programmieren, dass man mehr Tasten hätte. Ja, dann kann man sich halt aussuchen, was für ein ergonomischer ist. Ich glaube, ich würde immer so spielen. Fühlt sich ein bisschen an wie so eine Sprühflasche. Ansonsten, Bewegungsspielraum ist jetzt ja nicht so groß. Quickshot Controller. Und ich glaube, die Saugnäpfe, ja gut, was heißt, ich glaube, ist ja offensichtlich. Die sind dazu da, dass man wahrscheinlich das auf dem Tisch saugen lässt. Und dass man dann den nicht festhalten braucht. Das wird aber nicht so gut funktionieren, wie ich das wohl gedacht habe. So, was haben wir noch so Feines? Hier ist eine Box in der Box. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Waren da Spiele dazu? Es könnte sein, dass da Spiele mit dazu waren. Ich glaube, da waren Spiele dazu. Oh, jetzt wird spannend! Jetzt wird spannend. Klingt auch so. Ist dann zwar nicht in Originalverpackung, aber drauf geschissen. Dann habe ich wieder was zum Reviewen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass der Platz in meinem Konsolenregal nicht so eingenommen wird. Ja. Spiele. Und da gehen wir nämlich gleich mit durch, was wir hier alles so für feine Spiele dabei haben. Jede Menge, wie ihr schon erstmal seht. Da haben wir Demon Attack. Von Activision Skiing International Edition. Edition. Phoenix. Oh, 1987. Klassiker. Space Invaders. Wer kennt nicht Space Invaders? Das war das Spiel, was den Atari 2600 so erfolgreich gemacht hatte. Und ich bin froh, dass ich es mit in meiner Sammlung habe. Ich habe es selber für den 2600 nie gespielt. Ich werde aber, denke ich, die ganzen Spiele, die wir jetzt hier so sehen, alle mal reviewen. Das wird aber lange dauern. Ja, hier hat man scheinbar mehrere Spiele. Paddle Controllers habe ich aber keine. Basketball, Volleyball, Handball, Quadrupong, Hockey, Fußball, Soccer,
Pong, Super Pong. Okay. Sieht, also ja, ich meine, da man hat halt ein Atari-Symbol und entweder ist es eins der ganz frühen Spiele oder halt irgendwie ein Bootleg, aber das wirkt nicht so wirklich original, ehrlich gesagt. Hier haben wir Moon Patrol. Wizard and War. Oh, Deutsch. Videospielcomputer. 82. Ein Jahr vor dem Videospiel-Crash kam das raus. Das ist übrigens ja, wie ihr seht, von CBS Electronics. Damals wollten Atari tatsächlich, dass Atari die einzigen sind, die für ihr System Spiele veröffentlichen können. Und hatten als Activision sich gegründet haben, als allererste Third-Party-Firma überhaupt Activision verklagt, weil wie gesagt, die wollten als einzigstes für das System Spiele rausbringen dürfen, haben verloren, wodurch dann ganz, ganz, ganz viele Firmen, teilweise auch Firmen, die gar nicht im Videospielgeschäft waren, Spiele rausgebracht haben, um auf den boomenden Markt mit aufzusteigen. Dadurch kamen halt so, ich sag jetzt mal, eher unseriös aussehende Cartridges und Spiele mitten in den Umlauf. Teilweise auch richtig schlechte Spiele. Das hat dann letztlich auch zum Untergang mehr oder weniger von Atari geführt. Und man muss sagen, Atari hat an sich recht gehabt damit. Es wäre wirklich wahrscheinlich besser für Atari gewesen, wenn andere Firmen nicht fürs Atari mit Spiele hätten rausbringen können, schrägstrich dürfen. Weil dann wäre der Markt nicht ganz mit schlechten Spielen überflutet worden. Andererseits hat Atari selber auch schlechte Spiele rausgebracht für ihr eigenes System. Ja, und heutzutage ist es ja ganz anders. Heutzutage wünschen sich ja Konsolenhersteller, dass möglichst viele Spiele auf deren Konsole rauskommen, weil man dafür Lizenzgebühren nimmt, einerseits und andererseits, weil dadurch noch mehr Leute sich das System kaufen. Damals war das halt noch ein bisschen anders gewesen. Hier haben wir noch einen Klassiker, Pitfall. Das ist auch ein richtiger Klassiker. Wahrscheinlich auch von, ja, ich wollte gerade sagen, von Activision das bekannteste Spiel. Das stimmt nicht ganz so, denke ich, aber von den alten Activision-Spielen, die für das Atari rauskommen, ist das wahrscheinlich das bekannteste Spiel. Pitfall, großer Hit damals gewesen. Ich finde das cool, dass hier auch so viele bekannte Spiele mit dabei sind. Noch ein Hit, Asteroids. Auch ganz bekannt. Ja. Ist jetzt ein Spiel, was ja, in relativ kurzer Zeit so ein bisschen den Charme verloren hatte, weil es halt doch sehr simpel war. Ja, mal wieder so eine Cartridge RC Battle mit mehreren Spielen drauf. Ja, ich frage mich so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Ja, sieht man auch irgendeine Nummer, aber es ist halt ein Atari-Symbol drauf. Also ich denke mal, das wird am Ende auch von Atari selbst produziert sein. Entweder halt wirklich ganz frühe Spiele. Oder halt ganz später, aber ich denke mal eher, ja, das werden ganz frühe Atari 2600 Spiele sein. Fußball. Auch ein späteres Spiel. Taito America. Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, die Firma Taito hatte Atari damals gegründet, um mehr Spiele für das NES rauszubringen, was eigentlich, wenn man das so bedenkt, ziemlich schräg ist, dass Atari ihre eigenen Konsolen am Start hatten mit den 7800 damals, aber trotzdem für das NES Spiele rausgebracht hat. Das ist irgendwie komisch. Aber ansonsten halt Real Sports. Wir hatten ja mal Real Sports Tennis uns angeguckt. Das scheint so Ataris Marke zu sein, Real Sports. Und dann halt irgendeine Sportart. Atari könnten auch heute einfach mal Real Sports Soccer 2021 rausbringen. Warum nicht?
für ihr neues Videospielsystem, den Atari VCS. Ich frage mich bis heute, was jetzt eigentlich damit ist. Soweit ich weiß, wurde es ja veröffentlicht, aber man hört davon nie was. Und kann man das jetzt einfach so kaufen? Keine Ahnung. Ja, wieder. Wieder so eine Cartridge. Tank Pong. Ich denke, das ist wirklich eines der älteren oder einen der älteren Cartridges. Weil du hast halt bei fast allem irgendwas mit Pong halt noch mit dabei. Ja. Können wir uns alles mal angucken? Ich muss sagen, da habe ich auch Lust drauf. Also worauf ich keine Lust habe, ist mein Atari 7800 wieder anzuschließen. Aber gut, wenn es einmal aufgebaut ist. So, noch ein Klassiker, Pac-Man. Wobei man sagen muss, dass Pac-Man in den Arcades der Klassiker schlechthin waren. Fürs Atari 2600, kam das Spiel jetzt nicht so gut an, weil die Grafik ziemlich schlecht aussah. Das ist übrigens hier keine Ingame-Grafik, das ist nur ein Artwork. Also das sowieso, aber ich meine jetzt auch das im Hintergrund. Die Grafik sah sehr schlecht aus und ja, das Atari 2600 war halt zu der Zeit, das müsste 82 gewesen sein, auch ein bisschen zu limitiert gewesen, was die Power anging, um das Spiel wirklich gut rüberzubringen. 81 steht unten, aber ich denke mal, ich glaube, das kam 82 raus. Oh, das sieht interessant aus. Spektra Video. Masterbilder. Weil die haben ja extra noch was, damit man das Spiel leichter rein und raus bekommt. Für die, die sich fragen, was ist ein Sears Video Game System? Atari hatte der Firma Sears oder Sears, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die Lizenz gegeben, auch Atari 2600 Konsolen herzustellen und zu verkaufen. Und das, da gibt es halt ja, dieses Sears Video Game System, das ist dann quasi Atari 2600, nur dass da halt statt Atari Sears draufsteht. Sieht aber cool aus. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall halt irgendwie auch generell ist ein bisschen anderer Look mit den abgerundeten Kanten hier. Ja. Wer weiß, was es damit auf sich hat. Air Sea Battle. Davon hatte ich irgendwie auch schon mal gehört. Ich frage mich auch immer, was das mit den Nummern auf sich hat, weil die habe ich auch schon jetzt auf ein paar Cartridges gesehen. Aber ich glaube nicht auf jeder. Weiß ich jetzt nicht. Ja, erst die Battle ist mir vom Namen her ein Begriff. Rüttelt ein bisschen, funktioniert aber auch, denke ich, trotzdem. Das ist irgendwie auch generell bei den Atari-Sachen. Also manchmal klappern die, aber funktionieren tun die komischerweise trotzdem. Wieder ein Activision-Spiel. Freeway. Und das ist in der Besonderheit bei Activision damals gewesen, dass sie für ihre Entwickler Credits gebracht hatten. David Crane hat es rausgebracht. Deswegen hat sich ja Activision auch gegründet, weil die Entwickler bei Atari einerseits ziemlich wenig Geld verdient haben und andererseits auch nie gewürdigt wurden dafür, dass sie die Spiele entwickelt haben. Und Activision hat sich dann halt gegründet, damit die Entwickler mehr Geld verdienen. Wurde ja auch von Entwicklern gegründet. Und damit die sich selbst halt so ein bisschen feiern können. Ja, damit kann ich jetzt überhaupt nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Ich denke mal, das wird ein Rennspiel sein, wo man hier irgendwie Autos noch ausweichen muss. Wenn man von unten nach oben laufen würde, könnte das auch ein bisschen aussehen wie Frogger. Keine Ahnung. Ein oder zwei Spieler. Ja, die Cartridge hat schon ein bisschen gelitten, was das Label angeht, aber ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, und das letzte Spiel noch ein Klassiker, Vanguard.
Ja, wir gucken uns das alles mal an. Da gibt es viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wann es kommen wird, aber ich denke mal, das werde ich bei Gelegenheit mal machen. So, das war das letzte Spiel des Turniers. Dann haben wir hier noch diesem Paket. Oha. Zwei Bedienungsanleitungen, einmal für Space Invaders. Deutsche Gruppe. Ja. Gucken wir mal kurz rein. Ja, klassisch. Ja, using the controllers. Dass man bei diesem Controller erklären möchte, wie man den nutzt, ist irgendwie ein bisschen. Es ist niedlich. Ja, hier sind immer noch die Gegner. Ich muss sagen, das ist halt. Ich finde, ich sag's eigentlich immer wieder, Bedienungsanleitungen sind einfach irgendwie cool bei Spielen. Wenn man bedenkt, wie simpel das Spiel zum Beispiel war und man hat ja sich so viel Mühe gegeben für so eine Bedienungsanleitung, wenn man bedenkt, wie, ich sage jetzt mal, kompliziert in Anführungsstrichen die Spiele heutzutage sind und heutzutage hast du gar keine Bedienungsanleitung. Ja, vom Moon Patrol haben wir noch eine kleine Anleitung, da gucken wir auch nochmal kurz rein. Hier sieht man. Ah, das Spiel habe ich glaube ich auch schon mal gesehen. Kommt mir zumindest bekannt vor. Anwendung der Steuerung. Überzeugen Sie sich, dass Ihre Steuerung fest in den Buchsen des Grundgeräts stecken. Ah ja. Danke für die Info. Bisschen Artwork noch drin. Ja, wie gesagt, wie viel Mühe man sich damals gemacht hatte mit so recht simplen Spielen, das ist schon cool. Finde ich schade mit den Bedienungsanleitungen, die ich jetzt hier habe, weil ich habe halt keine Verpackung. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, wo ich die hin tun werde. Ansonsten ist in dem Paket nichts mehr drin. Abschließend kann ich noch ein paar Takte zum Atari sagen. Wie gesagt, die Konsole hatte Mitte der 80er eine Revision bekommen. Den Atari 2600 Junior, der kleiner ist, der ein bisschen moderneres Design hat, erinnert so ein bisschen an den 7800, der Atari 2600 Junior. Ja, den konnten Atari günstiger produzieren und so den Atari noch weiter vermarkten, auch wenn das System zu der Zeit schon nicht mehr aktuell war. Und der Atari 2600 hat auch eine sehr, sehr lange Lebensspanne gehabt. Und zwar kam der 1977 auf den Markt und blieb bis 1992 im Verkauf. So lange. Und ja, eigentlich bis zum Ende hat der Atari auch noch Spiele dafür rausgebracht. Das ist Wahnsinn, wenn man das bedenkt. Macht an sich Sinn, denn von den 2600ern wurden, soweit ich weiß, um die 30 Millionen verkauft, was damals extrem viel war. Und so hat sich wahrscheinlich noch ganz gut Geld damit verdienen lassen, noch ein paar Spiele dafür rauszubringen. Ja, weil manche Leute, die halt noch einen 2600er hatten, damals werden wahrscheinlich, wenn was Neues rauskam, das auch nochmal mitgekauft haben. Und ich glaube, die haben die auch dann relativ günstig rausgebracht. Neuere Atari 2600 Spiele, so Ende der 80er. Und außerdem mit dem 7200 könnte man ja auch 2600 Spiele spielen. Von daher hat man quasi zwei Märkte mit einmal bedient. Ja, Klassiker. Ich wünschte, wie gesagt, ich hätte die Konsole mit der Holzoptik. Die gefällt mir noch ein bisschen besser. Sieht ein bisschen mehr noch Retro aus, aber die ist ja auch cool. Und ich freue mich, wie gesagt, schon auf die Spiele, die mit dabei waren. So, dann hoffe ich mal, dass ihr, wenn es soweit ist, mit reinschaut, wenn ich die Spiele mir angucke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.